Das zum Beispiel, den Müsli-Riegel, den haben wir auf jeden Fall übersehen. Wahrscheinlich, ich wette, ich renne die ganze Zeit schon an diesem Ding vorbei, das wir brauchen. Das müsste ja hier dieses Schließfach sein, ne? Also sag mal, die Bankschließfächer, die müssen doch theoretisch hier hinten sein, ne? That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ja, aber naja, wenn es ums Überleben geht, ne? Möchte nicht wissen, was ich alles fähig bin. Kasse leer. Wahrscheinlich wirklich hier hinten drin, aber wie? Locked. Can't get in here yet. Wie komme ich da rein? So. Bring den Inhalt des Bankschließfachs zurück. Okay. Aber. Wie machen wir das? Was ist denn hier eigentlich? Die graue Mutter? Ach, hier können wir gucken, wer das alles war, wen wir schon alles getroffen haben. Ja, hopps, auf. Was haben. Achso, ja, das hätte da. 15. Warte mal, hier ist eine 15 drauf. Bankschließfach Nummer 15. Ist es denn hier überhaupt das richtige? Doch, ich bin im richtigen Ding drin. Es muss dahinter sein. Locked. Aber Can't get in here yet. wie kriegt das Ding auf? Ist das denn hier stromtechnisch verbunden? Ist das so ein Elektroschloss? Sieht ja eigentlich nicht so aus, ne? Aber wie kriegen wir das Ding dann auf? Weiß ich nicht, mir war einfach mal gerade danach. Nee, hier ist wieder das Klo. Ich will eigentlich hier zurück in sein Büro. So, hier war aber jetzt nichts mehr, ne? Hier ist leer, leer, leer. Ja. Am Telefon können wir auch nichts machen. Unsere, We need to eat soon. ja, vor allem trinken brauchst du. Komm her, kannst du jetzt gleich machen. Hier, der gute, nee, warte mal, wir nehmen mal hier, das muss auch weg. So. Bank verlassen. Kommen wir vielleicht hinten nochmal irgendwo rein? So, nein, 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 das meinte ich nicht. Warte hier. Wollte das löschen. Jetzt mal rausstolpern. In der Hoffnung, dass kein Wölfchen oder so bei uns ist. Muss mal schauen, ob ich da irgendwas auf den Shortcuts habe. Hier auf 1 und so. Hier habe ich Streichhölzer. Die Pistole habe ich ja. Oh nein. Das ist schwindlig geworden. Na toll. Dann müssen wir gleich mal noch das andere Fleisch machen. Ich guck mal nur noch mal hier hinten, ob wir hier irgendwie rankommen. Ob wir hier irgendwas machen können. Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Gott, der Tag ist echt beschissen heute. Was war das? Okay, komm, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Müssen wir echt nochmal. Da muss ich echt mal gucken, wie wir da reinkommen. Wie kommen wir da rein? So. Ja, ich kann hier noch nicht mit dir sprechen. Nein, keine Auswahl, okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Yes, water. Guck mal an.
können wir gleich essen und uns eine neue Lebensmittelvergiftung holen. Dann können wir uns gleich hinlegen. Nein, doch nicht. Okay. Aber genau, das Fleisch wollte ich machen. Ofen. Machen wir mal ein kleines Feuerchen. Da so. Oh Gott. Ich rutsche hier auf meinen Stuhl immer hin und her. Na komm. Jawohl. So, ja, sehr schön. Jetzt wird es auch schön warm. Können wir hier auch auf der... Hier können wir den Kochtopf nutzen. Oh nein, ist auch schon schimmelig. So ein Mist. Ach, verdammt. Können wir das... Voilà. Können wir das trotzdem noch... Nee, warte. So. Nehmen. Achso, ist ja sowieso wieder aus. Alles klar. Dann, schmeiß ich mal kurz das Stück schimmelige Reh vor der Haustür. Verdammt, also müssen wir Rehfleisch wirklich sofort machen. So wie wir es haben. Das hält nicht lange. Komm, schmeißen wir hier irgendwie um die Ecke hin. Da. Aber guck mal, 49%. Hä? Schimmeliges Reh. Aber demnach sollte es noch gehen. Na gut, okay, ich mach's jetzt mal nicht. Ich lasse trotzdem mal. Weil so eine Lebensmittelvergiftung, ich meine, jetzt weiß ich ja, wie wir das teilen. Aber trotzdem, es hat so ewig gedauert. Milton House. Hier können wir auch nicht näher ran, ne? Da hinten haben wir noch was. Da können wir eigentlich auch demnächst hin. Der Tag beginnt, aber es ist echt... Das lohnt sich nicht, dass wir heute rausgehen. Wir gehen fast gleich drauf. Das bringt nichts. Komm. Wir haben uns 10 Stunden aufs Ohr. Dann ist es zwar mitten in der Nacht, aber vielleicht ist denn der Sturm vorbei. Oh Gott, wir müssen trinken. So, trinken wir mal. Ist ja gar nicht mitten in der Nacht. Aber es ist abends. Okay. Ist zwar nicht optimal, aber was soll's. Der Sturm ist vorbei. Moin, Omi. Manu, keine Suppe heute? Manu. Ich hab Hunger. Ich hab wirklich Hunger. Komm, die Sardinen essen wir. Okay. Keine Lebensmittelvergiftung, sehr gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Ah nee, ist ja eigentlich Schwachsinn, weil... Ja, wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da an diesen Schließfach an? In diesen Schließfach, an diesen Schließfach an. Wie sieht denn der eigentlich aus? Schimmeliges Reh. Oh, ja, nee. Schimmelig wollen wir nicht haben. Tür öffnen, gut. Ich guck noch mal kurz rein. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt eine Lösung finden. Weil so dusselig wie ich bin. Warte gerade. Nee, okay, es hat nur so gepixelt. Ich dachte gerade hier wäre irgendwas zensiert gewesen. Hier könnten wir ja ein bisschen was ablegen, ne? Machen wir auch einfach mal. Warte mal, was haben wir denn hier alles? Das hier vielleicht nicht, das hier auch nicht. Das natürlich auch nicht. Dosenöffner haben wir, Brecheisen.
Gut, hier können wir wieder die schlechteren ablegen. Ein paar Steinchen bei haben ist ganz gut, glaube ich. Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel dabei. Also was heißt nicht so viel? Wir haben schon eine Menge bei. Also so sind nicht, aber... Ne? Ist irgendwie... Können wir die stacken? Nein. Siehst du, den Schall wollte ich mir eigentlich umbinden. 41 Hagebutten. Ah, die sind doch nicht weiter schwer. Der wiegt ein Kilo, okay. Komm, können wir das hier eigentlich hier lassen? Oder nee, wir lassen das hier. Das 100%ige nehmen wir mal mit. Schmerzmittel lassen wir auch einmal hier. Stoff können wir eigentlich ein bisschen hier lassen. So. Macht aber auch nicht viel aus. Vielleicht sollte ich das gute Klowasser weiter trinken. Obwohl, wir müssen hier auch ein bisschen was essen. Hier, komm mal. Komm mal her machen. Schwatzstopp. So, nee, so nicht. Das würde ich jetzt eigentlich snacken. Warte mal, lass mal gucken. Hier habe ich den besseren Überblick, was schon abgelaufen ist und was nicht, oder fast abgelaufen. Komm, essen wir mal. So, macht er schon. Dann haben wir wieder eine Recyclingdose, die wir gleich wegschmeißen können. Ablegen. Zack. Wie kommen wir jetzt hier rein? Das ist ja auch leer. Alles leer. Ich habe echt keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Aber uns geht es soweit gesundheitlich gut. Das freut mich sehr. Oh. Für heute Zeitung, aber gut, brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben genug gerade. Ich bin immer so ein Spezialist. Ich gucke immer und weiß dann hinterher gar nicht, was ich machen soll. Das ist, obwohl es wahrscheinlich auf der Hand liegt. Und ich kann mir schon denken, ihr wisstet alle schon, was man hier machen muss, aber... Lasst mich so ein bisschen überlegen. Ich werde wahrscheinlich bald sowieso selber mal ein bisschen recherchieren, was hier noch gemacht werden muss, aber noch will ich gerade selber mal gucken. Ich glaube, so schnell komme ich nicht drauf. Vielleicht muss ich auch erstmal was anderes machen. Also da zu den anderen Dings hier, hier hinten, wisst ihr? Ich muss hier auch hier erstmal hin. Hier ist eine Kirche. Wisst ihr was, wir sind ja eigentlich ganz gut ausgerüstet. Aber es ist abends, ne? Der große Bär. Okay. Lass uns hier mal nochmal gucken. Es gab doch hier das eine, was ich gesehen habe, wo ich nochmal hin wollte. Ja, du weißt schon. Dann machen wir das jetzt. Ich denke mal, mit dem Bankschließfach, da muss ich noch irgendwas machen. Vielleicht auch erstmal eine andere Aufgabe erfüllen oder so.
Ich habe keine Ahnung. Da werde ich wahrscheinlich erstmal nachgucken. Aber keine Sorge, ich spoiler mich nicht weiter. Ich gucke nur, ob wir da was brauchen oder ob ich da irgendeinen Schalter, irgendwas übersehen habe. Das ist alles. Also ich gucke auch nicht, was drin ist und sonst was. Hey, Stöckchen. Ich sollte nicht mehr so viel mitnehmen. Wir sind schon unglaublich vollgepackt. So, ganz vorsichtig hier runter. Und jetzt mal den vereisten See hier hochlaufen. Wahrscheinlich ist das einfach nur ein Haus oder so. Das sieht aber größer aus. Eine Brücke, oder? Ja, alles klar. Ist einfach nur die Brücke, die aus dem Dorf wieder rausführt. Aus dem Dorf? Was ist das? Aus dem Dorf. Ja, gut, okay, lass mich. Aber vielleicht gucken wir gleich mal in der Kirche vorbei. Was halt denn ihr davon? Das könnte man eigentlich auch mal machen, einfach so. Mal schauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Wasserfall. Da hinten ist noch ein Wasserfall. Ein halb zugefrorener, aber er ist noch da. Und der fließt noch. Das ist... Lass mich in Ruhe. Auf hinter mir kommt jetzt nicht mehr. Hopp. Lass mich. Ich bin... Hallo? Nur für irgendwo gegen zu laufen. Ja, Knurren, ich lass mich in Ruhe. Oh Gott, der kommt. Gut. Ja, hör auf zu keuchen. Geh weg. Der kommt uns jetzt echt hinterher, wa? Dumme Viech. Hopp, zeig dir. Du, ich hab einen Stein. Lass mich in Ruhe. Nee, oder? Muss das denn sein? Axt. Es tut mir leid, das musste sein. Meine Kleidung hat einen Riss. Wir haben Blut verloren. Okay. Aber ich glaube, sonst geht's uns gut. Ich habe versucht, die mit den... Hier ist wieder ein Stoffwetzen. Die hängen hier überall irgendwie rum. Ich habe versucht, ihn mit den Steinen zu verjagen. Aber diesmal nicht getroffen. Da tut mir leid. Achso, klar, dann war das nicht mein Blut eben gerade, dann war das der Blut vom Wolf. Sorry. Aber dämliches Vieh, warum greifst du mich denn auch an? So, okay. Dann warten wir hier doch nochmal. Ich werde mal jetzt noch schnell meine Kleidung wieder reparieren. Was ist denn kaputt gegangen? Jetzt müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich irgendeine Jacke. Aktion 37%. Reparieren, ja. Zwei Stoffwochen war dafür. So. Sieht's mit der aus? Auch reparieren, okay. Auch zwei Stoff. Ich glaube, jetzt haben wir keinen Stoff mehr. Hätten wir doch den ganzen Stoff mitnehmen sollen. Okay. Wie sieht das hier aus? Auch beschädigt. Beißt ja schon tief, das Viech. Braucht auch Stoff. Lass mich raten. Hose und so braucht bestimmt auch Stoff. Ja, so repariert werden. Die Socken auch. Willst du mich verarschen? Die Schuhe auch vielleicht? Nein.
Aber die können wir reparieren. Ah, warum? Umso besser halten sie. Gut, die Handschuhe könnte ich mir vorstellen, dass sie, ja, dass die repariert werden müssen. Das ist eigentlich klar. Die müssen sogar noch mehr repariert werden, oh Gott. Noch mehr? Reparaturunfall. Ich schaue einfach mal, ich habe keine Ahnung. Es ist schon wieder nachts. Okay, jetzt sind sie aber richtig repariert. Wie sieht es hier aus? 100%. Okay, es hat alles nicht so viel. Der ist wieder auf 100%. 70%. Die Jacke wäre vielleicht noch ganz gut. 16%. Die müssten wir auf jeden Fall mal reparieren. Komm, wie es wird. Umi, hast du noch ein bisschen Stoff irgendwo im Bad oder so? Ja, kannst du auch gleich machen. Den können wir ja nicht nehmen, nein. Oder wir müssen noch mal ganz kurz rüber gehen. Das ist das andere Zimmer. Hier haben wir doch Stoff. Gut, begeben wir uns noch mal kurz in Gefahr. Ist ja auch nur dunkel. Mitten in der Nacht. Toll. Manu, ich hätte den Stoff nicht drüben lassen sollen. Wie, hier springt gleich so ein Viech um die Ecke, ey. Dann raste ich ab. Ich will einfach nur rübergehen. Den Stoff holen. Also den Stoff holen und dann gleich wieder zurück zu Omi. Natürlich ist es so dunkel. So. Hier war der drin, ne? Zack, ja, komm. Blitz umgang. Ja, komm. Heulen hier rum. So, Bank verlassen. Ich muss mal kurz gleich gucken, wenn wir da drüben sind. Ich gehe mal ein bisschen schneller. Die Geräusche hier, die sind mir gerade so unheimlich. Das ist mir gerade nichts. Ich muss mal gleich gucken, ob ich die die Steine vielleicht auf den Hotkey legen kann. So, erstmal gucken. Was war das? Achso. Okay. Das hier sollte auf jeden Fall repariert werden. Guck mal, ist noch auf 16%. Reparieren. Wir müssen gleich essen. 49%, okay. Das sieht sehr gut aus. 82%, ja, komm. Das können wir so lassen. Die Jacke hier, die würde mir noch am Herz liegen, dass die wieder in Ordnung kommt, weil es ja vor allem unser Hauptschutz auch. Die beiden Jacken hier oben. Okay, wieder beide 100%. Die Hose sieht auch wieder in Ordnung aus. Die ist auch eigentlich relativ in Ordnung. Die halten dann auch ein bisschen wärmer, hoffe ich. Essen. Essen. Das kann hier weg. Nom. Schade, dass nichts mehr, keine Suppe mehr da ist. 85, 62. Ja. Nehmen wir diese als Cracker. So, und dann trinken wir noch schnell.
das gute alte Klowasser, wie immer. Gut, und dann ist mitten in der Nacht gerade. Also Mitternacht quasi. Legen wir uns mal kurz hin. Sechs Stunden müssten reichen. Dann müsste die Sonne gerade wieder aufgehen. Ja, sieht gut aus. Sie geht gerade auf. Okay, aber ich renne jetzt nicht gleich wieder los, sondern ich verabschiede mich hier erstmal wieder und danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder Spaß. Also bis dann, macht's gut und bis zu einer nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.